Okay, wir lernen heute mal eine andere Art und Weise kennen, reguläre Sprachen zu definieren. Bislang kennen wir ja andere Methoden, wie beispielsweise endliche Automaten oder ja, einfach die Angabe einer Menge mit mehr oder weniger Formalismus oder reguläre Grammatiken. Also Grammatiken als Möglichkeit, auch Sprachen zu definieren und im Speziellen dann eben reguläre Grammatiken, um reguläre Sprachen zu definieren. Okay, eine weitere Art und Weise, reguläre Sprachen zu definieren, sind reguläre Ausdrücke. Theoretische Informatik ist ja, sagt der Name schon, relativ theoretisch. Reguläre Ausdrücke haben aber tatsächlich eine hohe praktische Bedeutung und die wollen wir auch jetzt im Laufe der Veranstaltung rausarbeiten. Okay. Reguläre Ausdrücke, ich würde sagen, ich mache mal ein Beispiel, oder? Also, es geht um reguläre Ausdrücke. Und ein regulärer Ausdruck, nehmen wir mal ein Alphabet hier oben erstmal hin. A, B und C, okay, aus drei verschiedenen Symbolen. So, und jetzt gebe ich mal ein Beispiel vor, ne? Zum Beispiel wäre ein regulärer Ausdruck. A Stern, B C A Stern. Was bedeutet das? Damit meine ich, in der Sprache sind all diejenigen Wörter drin, die vorne 0 oder 1 oder 2 oder 3 oder beliebig viele A's haben. Ja, also vorne kommen beliebig viele A's. Dieser Stern hier bedeutet, dieses Element hier, was gesternt ist, 0 mal, 1 mal, 2 mal oder eigentlich n mal. Dann kommt auf jeden Fall ein B, ein C und dann wieder beliebig viele A's, auch Nullen theoretisch. Ne? Also hier wäre zum Beispiel, wären die Wörter B, C oder A, A, B, C mit drin oder A, B, C, A, A, A. Ja? Also alle Wörter mit B, C und vorne und hinten beliebig viele A's. Okay, das wäre so ein Beispiel für einen regulären Ausdruck. Nehmen wir mal ein weiteres Beispiel, nehmen wir mal dieses Beispiel hier, A, B, C oder C, B, A. Ich habe schon gesprochen oder, ja. Diese Klammer hier mit dem Strich in der Mitte bedeutet entweder der linke oder der rechte Ausdruck. So, und das bedeutet jetzt hier eben ein A, dann kommt entweder der linke oder der rechte Ausdruck, dann nochmal ein A. Und mit diesem regulären Ausdruck hier sind genau zwei Wörter in der Sprache, nämlich A, B, C, A und A, CBA. So. Jetzt haben wir hier eigentlich auch schon alle oder fast alle Möglichkeiten kennengelernt, wie man reguläre Ausdrücke konstruieren kann. Das Ganze ist nämlich rekursiv definiert. Da brauchen wir uns jetzt nicht so im Detail mit befassen, denn es ist eine relativ intuitive Geschichte. Was kann ein regulärer Ausdruck sein? Ein regulärer Ausdruck kann sein, entweder ein Element x aus Sigma. Ja? Also irgendein Symbol hier, irgendein Element aus dem Alphabet ist bereits ein regulärer Ausdruck. Also, wenn ich jetzt hier hinschreiben würde A, in unserem Fall wäre das ein regulärer Ausdruck und die Sprache hat genau ein Wort, nämlich das Wort A. So, okay. Also, das ist ein regulärer Ausdruck. Außerdem soll noch Epsilon ein regulärer Ausdruck sein, also das leere Wort, ja? Und auch die leere Menge nehmen wir damit auf. Das ist was anderes als das leere Wort, ne? Wenn man es mal in Sprachen ausdrückt, angenommen, ich habe einen regulären Ausdruck Epsilon, dann bedeutet das, die Sprache, die erkannt wird, ist diejenige, die das leere Wort enthält. Und im Falle hier der leeren Menge ist die Sprache, die erkannt wird, eben gerade nix. Also die leere Menge. So, das ist ja auch eine reguläre Sprache. Okay. Gut. Jetzt können wir aus diesen bestehenden regulären Ausdrücken neue konstruieren, indem man sie mit bestimmten Verfahren aneinander bindet. Also beispielsweise
gibt es die Möglichkeit zu konkatenieren. Ja? Also ich habe wenn ich jetzt hier reguläre Ausdrücke habe, R1 und R2, dann ist R1, R2 aneinander gesetzt, ja, konkateniert, ebenfalls ein regulärer Ausdruck. Also in diesem Fall, wenn R1 und R2 bereits reguläre Ausdrücke sind. Regex, sagt man auch dazu, oder Regular Expression im Englischen, ne? Wenn R1 und R2 bereits reguläre Ausdrücke sind, dann ist auch die Konkatenation ein regulärer Ausdruck. So. Jetzt kann man noch Folgendes machen. Man kann auch sagen R1 oder R2, da macht man Klammern drumherum in der Regel, ja. Auch das ist ein regulärer Ausdruck, wenn R1 und R2 bereits reguläre Ausdrücke waren. Und man kann sternen. Auch hier macht man normalerweise eine Klammer erst drumherum, aber aus pragmatischen Gründen lässt man die häufig auch weg. So. Also das wäre auch ein regulärer Ausdruck hier. Ja, das hier bedeutet, also wenn, erstmal als Bedingung, wenn R1 bereits ein regulärer Ausdruck ist, ja, das bedeutet hier jetzt in diesem Fall, naja, eine beliebig häufige Wiederholung dessen, was hier drin steht, auch nullmal darf das hier drin aufgeführt sein. Ja? So, jetzt können wir mal gucken, hier oben in unseren Beispielen. Ja, da haben wir ja hier, beispielsweise im ersten hier, haben wir einen regulären Ausdruck gebildet. Warum ist das ein regulärer Ausdruck? Naja, A ist ein regulärer Ausdruck, also ist auch A Stern ein regulärer Ausdruck. Eigentlich müsste ich hier klammern, aber da wir hier nur einen Buchstaben drin haben, ist klar, der Stern bezieht sich auf dieses A. Ne? Also streng genommen müsste ich das hier schreiben. So und so. Okay. Machen wir es mal. Ne? Also das ist ein regulärer Ausdruck, also ist auch A Stern ein regulärer Ausdruck. Ebenso hier. Und jetzt habe ich A Stern, B, C und A Stern, diese vier regulären Ausdrücke aneinander gehängt, konkateniert mit dieser Regel hier. Demnach ist auch das ganze Ding hier ein regulärer Ausdruck. So. Und das hier ist auch ein regulärer Ausdruck, weil, naja, BC, also B ist ein regulärer Ausdruck, C ist ein regulärer Ausdruck, also auch die Konkatenation ein regulärer Ausdruck. Ebenso bei CB, also ist auch diese Alternativenbildung ein regulärer Ausdruck und dann hier wieder die Konkatenation mit den A's. So. Und man sieht, reguläre Ausdrücke sind eine relativ intuitive Art und Weise, Sprachen zu beschreiben, reguläre Sprachen zu beschreiben, wenn man einfach die Struktur des Wor der Wörter, die in der Sprache sind, hier mit einem gewissen Formalismus einfach und kompakt auf den Punkt bringt und beschreibt. Machen wir nochmal ein drittes Beispiel. Nehmen wir mal, machen wir das Beispiel mal hier hin. A, B, Stern, B, Stern, A. So, ja. Was beschreibe ich damit für eine Sprache? Oder machen wir es noch ein bisschen komplizierter, A oder B, so. Also, hiermit beschreibe ich all diejenigen Wörter oder die Sprache, die besteht aus folgenden Wörtern. Am Anfang habe ich beliebig oft A, B, nullmal, einmal, zweimal, egal, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. Dann kommen beliebig viele Bs und dann kommt am Ende nochmal auf jeden Fall ein A und ein B. Das heißt, folgende Wörter sind in der Sprache, zum Beispiel A, B, A, B, 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 A. Ja? So, oder dieses Wort ist in der Sprache. A. Dann hätte ich hier kein AB verwendet, kein B, nur dieses A. Oder B, B, B ist in der Sprache. Ja? Hier zwei Bs verwendet und dann nochmal ein B hinten dran gehängt. So, relativ einfache, kompakte Art und Weise, hier bei diesem Beispiel sieht man es, ne? Endliche Sprachen zu beschreiben. So. Aus pragmatischen Gründen werden dann noch folgende Vereinfachungen teilweise vorgenommen. Also manchmal benutzt man dann auch zusätzlich noch das Symbol plus, R1 plus, in Klammern, ja, oder kann es auch weglassen, R1 plus, dieses plus bedeutet, man braucht R1 mindestens einmal. Also R1 Stern ist, kann auch nullmal vorkommen, R1, hier würde es bedeuten mindestens einmal, also das ist letztlich äquivalent zu R1, R1 Stern. Ja, also mindestens einmal R1 und dann beliebig oft. Und das ist eine Kurzschreibweise, dieses Plus benutzt man häufig als Kurzschreibweise.
Ja. Gut. Das wäre es erstmal zu regulären Ausdrücken aus theoretischer Sicht. In der Praxis haben theoretische Ausdrücke auch eine Bedeutung, aber das kommt dann in einem anderen Video.